Hallo liebe Jagdnatur und Hundefreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Film. Diesmal dreht es sich rund um den Maibock. Traditionell, da kann man zustehen wie man möchte, bejage ich das Rehwild mit dem Beginn der Bockjagd am 1. Mai. Für mich ging es raus im schönen Hunsrück, aber auch in unserem Stadtrevier in Nordrhein-Westfalen. Viel Anblick kann ich versprechen, ob ich aber auch Wildbein Seil hatte oder was sonst passiert ist, lasst euch überraschen. Viel Spaß. Auf dem Fuchs folgt der Keiler, so sagt das Sprichwort. Hier muss es aber heißen, auf Meisterlampe folgt das Rehwild. Es wird sich der ein oder andere fragen, warum ich dieses vermeintliche Schmalreh nicht erlegt habe. Es ist im Hintergrund abschüssig, dort läuft ein Waldweg, aber auch eine Waldstraße. Und damit ich nicht in eine unsichere Situation gerate, habe ich mich dagegen entschlossen und genieße so lieber den Anblick. Ein paar Tage später habe ich mich auf diese alte Kanzel gesetzt. Wir hatten starken Wind, aber auch wenn es heißt, weht der Wind, bleibt der Jäger daheim, blicke ich auf einen tollen Ansitz zurück.
Zurück in der Heimat und immer noch ohne meinen Maibock zog es mich nach der Arbeit raus ins Revier. Eine Stelle, die ihr aus meinem ersten Video mit Bastian kennt. Vielversprechend? Wer weiß das schon. Und habt ihr gehört, was ich gehört habe? Dieser Spießer im Bast stand scheibenbereit. Ich nahm ihn ins Glas. Ich wäre super abgekommen. Es wäre ein sofort tödlicher Treffer auf das Blatt gewesen. Aber die Patrone hat nicht gezündet. Und bei all meiner Verwunderung äste dieser junge Bock trotz Durchrepetieren sich an der Patrone und dem dazugehörigen Lärm genüsslich weiter. Das Begegnen von Leben und Tod, das Herantreten an ein erlegtes Stück Wild, ist für mich immer emotional und ein besonderer Augenblick. Ich verspüre Respekt gegenüber dem Tier, bin mir meinem Privileg bewusst und bin froh und dankbar, dass dieser Maibock von mir weidgerecht erlegt werden konnte. Weidmanns Dank. Und so gehört es natürlich für mich dazu, ob mit oder ohne Kamera, dass ich dem Stück seinen letzten Bissen in den Äser und den Inanspruchnahmebruch auf den Wildkörper lege.
Die sogenannte rote Arbeit gehört für mich als Jäger genauso dazu wie der Schuss selber. Aus hygienischen Gründen breche ich mein Wild ausschließlich im Hängen auf. In den Weinbergen oder hier auf den Wiesen nutze ich dafür gerne den Wildgalgen Diana von der Firma Heckpack. Hier im Zeitraffer schärfe ich die Brunftkugeln und das Kurzwildbrett des Bockes ab, öffne danach vorsichtig die Bauchhöhle, um so die inneren Organe, die Gedärme, Leber, Nieren etc. pp. Nach unten rausfallen zu lassen. Anschließend entferne ich noch die Speiseröhre und den Lecker des Bockes, ehe ich mich an das Ringeln, sprich das Auslösen des Weidloches mache. Und mit dem Anblick dieses abspringenden Rehbocks verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, den Jägern wie gehabt viel Anblick, Weidmannsheil und fette Beute.